Hallo und willkommen zurück zu Dead Age 2. Und ja, wir werden dieses Mal diese Quest weiterführen mit dem Tiger. Wir sollen Abraham abholen und ja, das werden wir tun, indem wir jetzt erstmal dahin reisen, rüberlaufen. Und es wird wahrscheinlich jetzt erstmal ein großes Gelaufe sein, vielleicht mit irgendwelchen Zufallsevents. Wir brauchen ganz dringend Wasser, sonst machen die in der Basis nichts. Aber, ja, wollte unser, genau, zu welcher Bahnstation? Zu Amihaku. Wäre mir jetzt ganz recht, wenn wir auf, ja, wenn wir irgendwelche Kämpfe, Zufallskämpfe hätten, aber bisher nichts. Dürft die Brücke überqueren, dann machen wir das. Darüber. Und darüber. Da seid ihr ja wieder. Bringt mich bitte zum Aus... Ah, okay, wunderbar. Den müssen wir nicht nochmal befreien. Okay. Tankstelle. Tankstelle gibt's Wasser. Ganz bestimmt. Du entdeckst einen verschlossenen Lieferwagen. Fundchance auf Schrott, Wasser und Materialien. Es könnte einige Zeit dauern, das Schloss zu knacken. Yes. Okay, wunderbar. Damit haben wir auch Wasser. Dann können wir gleich ins Lager wechseln. Lähmender Schuss. So. Schlagwaffe. Der hat Fettrüstung. Aha. Dann werden wir hier wieder direkt nach vorne gehen. Und ich mache mich mal wieder weg. Um den da halt zu schützen. Und dann werden wir hier auch nicht genug... Ja, ist klar. Klingenwaffen. Naja, einfach Angriff. Ist zwar nicht effizient, aber... So, Pistole. Okay. Schmerzen. Medizin. Leider ein bisschen verschwendet, aber wenn er stirbt, dann ist es halt auch doof. Pistole. Moment, Klingenwaffen. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir könnten auch... Ne, den Hund kann ich auch nicht mehr holen, weil ich ja schon gedingst habe. Ah, der andere Hand war schon verletzt, hätte ich anders machen sollen. Okay. Machen wir eine... Ne, machen wir ein kleines Geschütz. Ne, machen wir den Molotow-Cocktail. Mhm. Und da bauen wir das Geschütz hin. Er stirbt ja jetzt schon fast an den Dots. Medizin. Den müssen wir jetzt wieder... Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas haben, was eine Blutung stoppt. Was hat denn der? Verwundung. Macht Schaden über 2 Runden. Blutungsstopper. Hat er aber anscheinend immer noch. Ne, es ist weg. Fehlt immer noch die Hälfte knapp. Ich hätte das mit den 90% direkt nehmen sollen.
Naja, okay. Na. Ach, den habe ich gar nicht gesehen da. Okay. Ja, voll drauf. Dann ist der weg. Nein. Naja, okay, wunderbar. Naja, ab dem Zeitpunkt ist jetzt... Es sind die ganzen, oh, Verteidigung. Sind die ganzen, schnellen Waffen halt schon so ein bisschen Mumpets. Wunderbar. Das war's eigentlich auch. Vielen Dank für die Unterstützung. Unser Gebiet Grand und Canyon sollte nun etwas sicherer sein. Zufallskämpfe und Hinterhalte sind geringer geworden. Blablabla. $50 erhalten. Wunderbar. Wir haben jetzt außerdem Wasser und können hier die Leute einteilen. Und da muss auf jeden Fall die Biologin, die muss das hier tun und für Wasser sorgen. Dann können wir einen zum Jagen losschicken. Weiß ich jetzt nicht, wer dafür besser geeignet war. Moment, das ist eigentlich dann beide dafür. Oder? Gleich wahrscheinlich, sonst hätte das einen Unterschied da gemacht. Ja. Ach so, und was kann der andere Munition bauen? Ja, das ist auch ziemlich egal. Ja. Okay, machen wir das. Und dann wird noch Munition gebaut. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel Schrotflinten-Ammo. Es ist noch eine Menge da. Gewehrmunition brauchten wir, damit wir wieder Darwin losschicken können. Wobei... Die Gewehre sind auch nicht mehr wahnsinnig toll, also vielleicht sollte ich darauf einfach komplett verzichten. Upgrades. Das macht jetzt hier auch wenig Sinn. Die kann aber ja sonst nichts. Wir könnten noch halt dieses Ding ausbauen. Ja, und dann kriegen wir halt bei der Jagd mehr, wenn wir denn jemanden auf Maximum dahin schicken würden, was wir, glaube ich, gar nicht haben, oder? Moment, das hier. Job Level 3. Hier. Job Level 3, ja, haben wir da. Niemand, aber die steigt bald wieder und dann könnte sie das machen. Okay, dann machen wir das. Ach, Moment. Ja, du baust das und dann profitieren wir davon auch noch. Okay, so, dann gehen wir mal weiter. Okay. Ha, wir haben derzeit offene Haftbefehle und glauben, dass dieser Mann ein gesuchter Verbrecher ist. Verdammt, was machen wir jetzt? Die Soldaten werden keinesfalls zimperlich mit uns umgehen. In so einer Notlage kann es nur eine Möglichkeit für uns geben. Bestechen, das $55. Ruf auf 40 minus 5. Mit $25. Du versuchst, die Wache zu bestechen. Nun gut, ihr scheint willens zu sein, eure Fehler wieder gut zu machen. Wir lassen euch dieses Mal vorbei. Haben wir mal Glück gehabt. Denn der Kampf hätte für den Abraham eventuell sehr tödlich enden können. Warnung, nicht genug Wasser. Ja, ja, ja. So, das hätten wir erledigt. Aber wir haben nur noch eine Stunde Zeit. Also das muss man schon hier ziemlich
präzise machen. Verhaltet euch friedlich und ihr dürft euch im Außenposten frei umsehen. Willkommen in Freedom City West. Gott sei Dank habt ihr mir hierher gebracht. Seht ihr, die Soldaten haben keinen Verdacht geschöpft. Nicht so wie auf der Brücke. Ha, ich lasse mich jetzt erstmal heilen. Wir sehen uns da. Rede mit dem Arzt. Oder das wurde auch verkürzt, weil nicht genug Wasser dazu hatten. Das kann auch sein. Was benötigst du, Abraham? Wir möchten nur kurz mit einem Patienten reden. Ich könnte euch für Glück umarmen, aber ich will hier nicht weiter auffallen als nötig. Ist auch nicht nötig. Gib uns einfach die Informationen über den Tiger. Sicher, hier ist ein Brief von einem der Punks. Dort findet ihr auch seinen Aufenthalt. Ach ja, ich habe mir gerade bei einem befreundeten Händler einige Dollar für die Heilung geliehen. Tatsächlich war ich komplett blank. Es ist nicht viel, aber betrachtet es als kleinen Bonus, dass ich am Leben geblieben bin. Viel Glück. Samaritan Achievement. Gut Mensch. Rede mit dem Arzt im Außenposten der US Army. Lies den Brief von Abraham. Aha. Abrahams Brief. Abraham, diese Information wird dich einiges kosten. Der Tiger wird genau hier festgehalten, an der markierten Stelle. Befreie den Tiger im Grand Canyon. Okay, die Information scheint sich wirklich gelohnt zu haben. Direkt neben der Stadt. Ja, super. Aha. So. Dann haben wir auch wieder Geld und können eventuell was kaufen. Kann ich dir was anbieten? Handeln. Ja, ich meine, Wasser kostet nicht viel. Das würden wir jetzt sowieso auch bekommen, aber können wir auch ein bisschen kaufen. So, wir können hier nochmal gerade mit, beispielsweise müssen wir, glaube ich, hier nochmal mit dem Händler reden und so weiter. Was willst du? Ne, da können wir nichts machen. Wie sieht es mit dem Ruf aus? Da ist noch nicht viel. Labor, da ist auch nichts. Das kann ich dir anbieten. Handeln, Rüstung, neue Waren. Ne, da ist auch nichts. Wir hätten ja eigentlich noch hier Quests, wo wir mit irgendwelchen Leuten reden müssten. Was führt dich hierher? Nebenjobs. Retter von den Gruppen der Unabhängigen. Soldaten der Schmuggler. Nö. Okay. Ja, dann können wir hier noch das hier erreichen und das war's. Das ist das Einzige, was wir noch machen können. Dann machen wir das. Befreie den Tiger. Naja, und da müssen wir auch noch hin. Okay, ja, dann machen wir das hier jetzt noch. Polizeistation. Oh ja. Vielleicht kann man ja helfen. Das hat dann auch nie funktioniert und das wird auch wieder nicht funktionieren, aber du, als ihr gerade helfen willst, steht sie auf und ruft ihre Männer. Scheinbar handelt es sich um Deserteure. Oha. Mhm. Das werdet ihr bereuen. Was war denn hier eigentlich ein Schaden wird so erzeugt, Betäubung. Na, das könnten wir hier machen. Bewirkt Betäubung und Verkrüppeln. Kleines Geschütz. Nur in der hinteren Reihe kann das platziert werden. Na gut, das machen wir aber trotzdem hier den. Ja, immer wenn man mal eine besondere Fähigkeit macht, wird man es direkt bereuen. Vernichtende Salve. Der hat 123 Rüstung, das ist ein bisschen viel.
Ja, nehmen wir die da. Ja, ich hätte wahrscheinlich den Hund rufen sollen. Nehmen wir den. Autsch. Aufladender Fernkampf. Ging eine ganze Reihe. Umwerfender Schuss. Na. Ja, da können wir nichts machen gegen den aufladenden Schuss. Machen wir den weg. Und jetzt gibt's Aua. Der hat nichts getan. Aufladen, Stärkung. Aha. Ach, der hat immer noch seine Rüstung. Okay. Zerbeulte Rüstung. Dann müssen wir das ja quasi auf den... Ach, jetzt hätte man das gar nicht gebraucht. Das ist aber... okay. Hä? Mach du mal. Autsch. Okay, alles nehmen und ins Inventar. Da müssen wir dringend nachheilen. Wir hatten noch dieses Dingen hier. Ja, können bestimmte Attribute permanent erhöhen. Ja, das war noch nicht verbessert. Ich mach das jetzt trotzdem. Oder? Ich weiß nicht, was der normale Wert ist. Oder ich benutze das auf den. Irgendwann mal. Auch jetzt machen. Ne, machen wir nicht jetzt. Naja. Das war ja auch ein bisschen verschwendet. So. Da war mal gar nichts. Aha. Ja, und das war's auch schon. Der Tag ist vorbei, er kehrt zur Basis zurück. Nur gute Neuigkeiten über den Tag haben einige befreundete Scouts neue Gebiete zum Durchsuchen entdeckt. Charlotte hat den Job Jäger. Okay, Tessa Stufe 3 erhöht. Leider aber keine Stufe gestiegen. Ja, hier werden wir jetzt natürlich in der Nacht auch wieder losziehen. Aber das ist schon ganz ordentlich. Dann ziehen wir auch wieder mit der gleichen Gruppe los. Da müssen wir auch nichts ändern. Ich muss nur irgendwen als Wache eintragen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wer denn das überhaupt kann von denen. Ich glaube niemand. Also müsste ich doch die da austauschen. Ja, genau. Die muss hier bleiben. Das geht leider nicht anders. Dann müssen wir wen anders mitnehmen. Der Waffenbauer, der soll die Waffen bauen. Das war die Sarah. Ach so, genau. Wir konnten eventuell wo war denn das mit dem Verbessern? War das das andere Ding? Bin gerade etwas verwirrt.
Ah, der ist aber im Schmied. Upgrades. Ja, dafür brauchen wir aber irgendwie Superteile, damit das geht. Und dafür brauchen wir auch was Besseres. Das haben wir alles nicht. Okay. Dann müssen wir Waffen bauen. Wir könnten noch eine zweite Pistole bauen. Wir sind halt viel mit zwei Pistolen unterwegs. Also es würde eigentlich Sinn machen. Oder wir bauen einen Knüppel. Das macht auch auf jeden Fall Sinn. Ja, bauen wir den Knüppel. Aggressive Modifizierung. Chance auf Stärke. Fernkampf, taktische, Resistenz, Blockchance. Und defensiv. Ja, mach du das. So, dann muss eine von denen mit. Ne, Moment. Tessa, die hatte keine Pistole. Die haben beide Survival, also so macht es jetzt auch keinen Unterschied. Ist ein bisschen schade, dass sie jetzt nicht gestiegen ist. Ah, doch, die nehmen wir mit dem. Ne, das war die, die gebastelt hatte, die das jetzt hätte machen können. Okay, dann macht Tessa jetzt hier noch ein bisschen Jagd. Und Charlotte nehmen wir mit. Fünf. Die Hose nehmen wir aber jetzt von hier mit. Und das auch. So. Genau. Du kommst ins Team. Das sollte passen. Und dann gehen wir auch los. Oh, okay. Ja, jetzt hat sich hier auch was Neues ergeben. Und jetzt macht es auch mehr Sinn, da runterzulaufen. Ja, dann werden wir das mit dem Tiger erstmal nicht machen. Das werden wir dann am nächsten Tag erledigen, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt erstmal diese Quest abgeben, die eben auch auf Zeit ist. Und da können wir ein bisschen was auf dem Weg erledigen, mitnehmen. Ja, das klingt, glaube ich, ganz gut. Und da müssen wir ja wahrscheinlich auch noch dann eine Quest annehmen. Ja, dann wollen wir mal los. Holzlager. Mhm. Matsch. Es kommt. Die Pistole. 108. Ja. Das reicht wahrscheinlich genau nicht. Ruft einen Untoten herbei. Naja, mach mal den weg. Okay. Pistole. Streiftreffer. Dafür ist er jetzt auf jeden Fall tot. Na. Undead Wolf Killer. Okay, nehmen. Kuchen gekommen.
Ihr seht einen Zivilist, der von den Soldaten als Schmuggler als Geisel genommen wurde. Was wollt ihr hier? Blabla. Bestechen. Mit 20 Dollar. Alles klar. Zivilist ist glücklich. Und gibt uns dreimal Kühlspray. Okay. Ich meine, 20 Dollar ist halt auch schon nicht wenig. Okay, Rastplatz. Dreimal Wasser, sehr schön. Jetzt kommen wir zum Rastplatz, wo wir nichts machen können. Oder sollen. Weitergehen, das ist halt verschwendete Zeit. Du entdeckst einen Händler mit seinen Bodyguards. Der Händler, Medkit, ja, sein Partner abgelenkt. Rabatt verhandeln. Medkit kostet jetzt noch 6 Dollar. Mhm. Kaufen. Sehr schön. Das war jetzt nicht so der Hit. Mhm. Jagdgebiet. So. Dann schlagen wir noch hier drauf. Weil die gehen jetzt jeweils mit einem Pistolenschuss kaputt. Ah, wenn man... ärgerlich. Das hat also nicht ganz geklappt. Naja gut, aber die Gegner können hier auch nichts mehr. Ja. Ist eigentlich auch. Ja. Und der wird wohl überleben. Weg. Ja, jagen. 75%. 50 Erfahrung, 2 Nahrung. Okay, weiter geht's. Nehmen wir beide hiervon mit, würde ich sagen. Andererseits weiß man nicht, was da noch kommt. Ja, nehmen wir das nicht mit. Gehen wir da nur so rüber. Mhm. Schlagwaffen. Das hier ist ein Veteran. Kann bei Betäubung kritisch treffen. Und Doppelschaden austeilen. Naja. Naja, ich hätte wen anders zuerst kaputt schießen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt machen wir den kaputt. Mhm. Na, verdammt! Also wahnsinnig viel merkt man jetzt von diesem Pistolen-Upgrade auch nicht. Ja, da hätte ich andersrum das machen müssen. Aber es macht auch, glaube ich, keinen wahnsinnigen Unterschied, weil der... Na, vielleicht wäre der mit den 14 auch noch weg gewesen. Wenn ich da andersrum angegriffen hätte. Egal.
Piu. Weg. Mhm. Eine bewusstlose Zivilistin. Natürlich helfen, wie immer. Charlotte, Medizin. Die hat nicht mehr wahnsinnig viel. Die Frau ist nicht mehr zu helfen. Sie ist gestorben. Wie immer. Nur, dass sie dieses Mal keine Zombies gerufen hat. Jagen. Hm. Okay. Und das war's dann hier wohl auch. Und dann müssen wir die aber mal gerade etwas heilen. Denn die ist ein bisschen kaputt. Ja, das passt schon. Ja, dann gehen wir hier direkt weiter zur Stadt. Und dann reden wir hier nochmal mit allen. Ah, unsere Verbündeten. Kommt herein und fühlt euch wie zu Hause. Willkommen in Forestgrave. Anführer. Was willst du? Brief. Ich habe hier einen wichtigen Brief. Ah, der Postbote ist da. Ich habe schon darauf gewartet. Guter Schmuggler, wo finde ich das Hauptquartier? Da bist du ein ganz schlauer. Okay. Brotast, großartig. Der Brief ist unversehrt angekommen. Die Belohnung gehört euch. Mhm. Bar. Was führt dich hierher? Nebenjobs. Zerstörer. Zwei Lager der Plünderer. So, ist schwer. Ihr müsst zwei Lager der Plünderer zerstören. Ihr habt dafür ein Zeitlimit von 2 Tagen. Wird aber nicht gezeigt, wo das ist. Euer Ruf steht auf dem Spiel. Ihr könnt aber mächtig Ruf sammeln und abkassieren, wenn ihr das Problem aus dem Weg schafft. Liegt bei recht hohen 50 Dollar. Die Vermittlungsgebühr. Wo das ist, weiß ich nicht. Hier vielleicht. Aber da müsste ich da direkt hin können. Keine Ahnung. Naja, das mache ich nicht. Händler. Wo bleibt meine Lieferung? Sie ist leider abhanden gekommen. So, dann glaube ich nicht, dass dich das bei uns berühmter macht. Ganz im Gegenteil, auf Pfeifen dich können wir gerne verzichten. Ach so, ja, genau. Um 10 reduziert. Aha, Punk-Anführer. Mir wurde erzählt, dass du mir sicher etwas über den Aufenthalt des Punk-Anführers erzählen kannst. Hm, diese Information ist ein sehr kostbarer Schatz und würde dich einiges kosten, aber du hast Glück, ich habe eine bessere Idee. Irgendwie habe ich nur das Gefühl, dass ich nicht gleich Freudensprünge machen sollte. Nun, es geht um Terrence. Wie mir meine Quellen flüstern konnten, hast du ihn in die Wüste geschickt, um die US Army zu überlisten. Wirklich ein ehrenhafter Schachzug. Du weißt davon? Hm, wir standen ziemlich unter Druck und habe versucht, das Beste aus der brenzligen Lage zu machen. Ob tot oder lebendig, ist mir eigentlich egal. Das müsste mit T geschrieben werden. Fakt ist, Terrence schuldet mir noch einen Haufen Geld. Das ist viel entscheidender. Du holst seinen Schatz und ich sage dir, mit wem du reden musst. Ich kenne die Stelle nicht so genau, aber ich weiß, dass er aufgrund seiner Punk-Vergangenheit ein Faible für kleine Höhlen hat, indem er die Schätze seiner Raubzüge aufbewahren konnte. Er war ein Punk. Also muss er ein Faible für kleine Höhlen haben, in denen er bestimmt irgendwo einen Schatz versteckt hat. Das klingt so wie, auf der Venus und Dinosaurier. Okay, guck nicht so grimmig. Es wird schon nicht so schwierig werden. Naja, gut, es gibt ein paar Haken. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Also, erzähl schon. Haken Nummer 1. Die Stelle befindet sich in den Bergen. Du kannst zwar die Gegend gesunde Bergluft genießen, aber die Bestien dort sind gefährlich. Haken Nummer 2. Um in die Berge zu kommen, musst du mit der Yacht hinter der Brücke im Norden fahren. Das kostet ein bisschen Geld. Die Information wird sich aber für dich lohnen. Okay, das ist ja an sich kein Problem. Okay, ich habe ja eh keine andere Wahl. Ich werde mich darum kümmern und die Reise in die Berge wagen. Brief von Terrence. Hast du den Schatz von Terrence? Zeig mir ihn mir. Komm ins Geschäft. Noch habe ich die Stelle mit den Bergen nicht gefunden. Ich komme wieder.
Stimme für die Händlergilde? Trevor, ich brauche deine Stimme als Mitglied für die Händlergilde. Ah, ein neues Mitglied. Lass mich darüber nachdenken, was du bislang für uns getan hast. Du hast bislang keine Aufgabe zu meiner Zufriedenheit gelöst. Wenn du meine Stimme haben willst, ändere du das. Oder du musst dir was Kostspieleres überlegen. $50 geben? Nein, wir machen die andere mehr. Aber ich meine, das ist natürlich eine easy Alternative. Wir haben noch 3,30 über. Damit können wir jetzt aber quasi nichts machen. Also nichts, was ausreicht, oder? Doch. Moment. 1, 2, 2, 20. 1. Ach, da hinten könnte das auch sein. Das kann hier überall sein. Das ist mir zu knapp. Dann gehen wir lieber hier noch ein paar Sachen plündern. Schrotflinte. Nee, wir hauen einfach wieder so drauf. Aber die Schwachen zuerst. Weg. Spucken trifft einen Gegner mit einer Brücke. Ja, machen wir das. Das reicht aber jetzt leider auch nicht. Ja. Oh, schön. Das sieht doch auch gut aus. Na, jetzt nicht mehr. Na gut, Schlagwaffe. Wie viel Rüstung hat er? Nicht viel, dann sparen wir uns jetzt auch die Munition noch. Naja, gegen schwache Gegner sind die Klingen schon besser. Ihr seht einen Zivilisten, öffnen den Soldaten, der Schmuggler eines Geisel. Ja, okay, wollt ihr. Bla bla bla. Stechen. 20. Aha. Ist nicht genug. Nochmal 5 Ruf reduziert. Okay, bei denen werde ich mir wohl jetzt keinen Namen mehr machen. Das gibt's doch nicht. Stirb! Werde ich wieder wechseln sollen. Also zuerst auf wen anders. Naja. Naja, der wird diese Runde nicht sterben. Das passt schon. Da bleibt jetzt eh wenig übrig von denen. Naja. Na, da wird er wohl nicht mehr zukommen. Was? Liegt da irgendwas am Boden? Bärenfalle. Oh. Hoppla. Okay. Dann sollten wir den jetzt aber nochmal heilen. So. Der Zivilist ist glücklich, in Freiheit zu sein, und gibt euch eine Belohnung, die er auf den Soldaten versteckt hielt. Oh, okay. Wenigstens eine gescheite Belohnung. Aber das war jetzt hier eher ein Verlustgeschäft, sage ich mal. Aha, schön.
Eine Begegnung. Wir helfen gerne. Quatsch. Wer ist am Boxen? Das war ein bisschen armselig. Ja. Immer wachsam bleiben. Weiter geht's zum Holzlager. Okay. Fling. Okay. Ja, das ist halt 52%. Dass man den jetzt trifft, ist jetzt auch nicht so. Na, können wir ja nichts verlieren. Im schlimmsten Fall genau passiert das. Aber dann hätten wir sowieso noch einen Angriff gebraucht. So. Der reicht ganz genau nicht. Machen wir was anderes. Okay, der ist weg. Auch weg. Die Munition für die Pistole geht mir aus. Okay, das ist nicht gut. Ja, hätte ich doch Pistolenmunition bauen sollen. Gut. Wieder Zivilisten von Soldaten. Ja, ja. Bestechen. $20. Das ist nicht genug. Wieder nicht. Gibt's auch nicht. Wieder Ruf verloren. Okay. Weg. Okay, aber Munition aufgebraucht. Ja, nicht gut. Dann gehen wir mal nach vorne. $163. Na gut, da kommen wir eh nicht mit einem Angriff durch. Oh, keine Waffe. Hoppla. Keine Waffe, Angriff. Naja, muss reichen. Mhm. Ja, tu was.
Ich kann aber ja auch noch die andere Pistolenmunition nehmen. Ich werde jetzt, wenn der tot ist, auch mal gucken. Das war ja nur die Hauptmunition, die ich aufgebraucht habe. Eine Halskette. So. Wir haben noch die Panzerbrechend und die Antipersonen. Ja. Und der muss ein bisschen was nehmen. Zumindest ist glücklich und frei zu sein. Belohnung. Ah, da haben wir Pistolenmunition. Sehr schön. Mhm. Dann ersetzen wir die auch wieder. Trotzdem hat er halt wieder 5 Ruf gekostet. Das ist jetzt ordentlich runtergegangen hier. Hier auf 54. Dann werden wir wohl eher Verbündete von den Unabhängigen werden. Mhm. Haben wir an diesem Tag, glaube ich, 20 Ruf verloren, weil ich mit dem einen Typen geredet habe. Und zweimal beim Bestechen gescheitert bin. Greifen wir hier zweimal an. Gucken wir wenigstens dort. Oh shit, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte eigentlich zuschlagen. Okay. Mhm. Schön. Und hier spielt es jetzt auch keine Rolle, dann nehmen wir den. Er macht schon Schaden. Vielleicht haben wir Glück. Ne, haben wir nicht. Ja. Molotow-Cocktail geht nicht. Rauchgranate geht aber. Damit kriegen wir das ja auch. Ne, haben wir nicht dieses Mal den Schutz runterbekommen. Okay. Mit denen kann ich da jetzt nichts machen. Außer mit dem Jagdhund eventuell. Ja, komm, dann machen wir das. Nö. Oder ist die Rüstung schon weg? Ja, anscheinend hat die gar nicht gezählt. Okay. Eventuell ein Anzeigefehler, keine Ahnung. Ein Erzvorkommen. Dann hacken wir mal. Weiter hacken. Techniker. Rauchgranate. Und hier holen wir jetzt noch den Hund dazu. Okay, schön. Ja, es ist auch nicht mehr so doll. Naja, der weg. Okay. Umwerfender Schuss. Ja, weiß nicht, ob das überhaupt da einen Effekt hatte, wenn er schon liegt. Machen wir einfach so drauf. Ich probiere es. Hat ihn umgeworfen. Okay. Doof.
Dann machen wir das jetzt munitionssparend. Charlotte hat die Zeit genutzt, das Erz vollständig abgebaut. Mhm. Und das war's hier. So, und dann haben wir noch eins. Da sollte ich aber jetzt erst noch mal was nehmen. Ansonsten ist die Chance zu hoch, dass der hops geht. Sie. Du hast Kampfgeschrei. Ja, okay. Helfen. Was zum Teufel? Wo kommt ihr denn her? Den Hund dazu. Mhm. Tick tack, tick tack. Sechsundsiebzig. Nochmal. Ja, was man hier als Ziel auswählt, ist in den meisten Kämpfen auch ziemlich egal, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, dass die Kämpfe im ersten Teil auch noch taktischer waren. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich versucht habe, die immer im Stand zu halten, runterzuwerfen und dann mit einem speziellen Angriff drauf zu schießen und so weiter. Hier habt ihr Schrotflintmunition, Antiperson. Ja, aber hier die Kämpfe sind untaktischer als noch im ersten Teil. Du findest fruchtbare Beerenbüsche und kannst eine Nahrungsration auffrischen. Und das war's für den Tag. Wir sind zurück. Mhm. Jäger ausgeführt. 100 Erfahrung. Wieso ist denn die immer noch nicht gestiegen? Die ist gestiegen. Haben aber keine Anzeige für bekommen. Okay. Aber da können wir jetzt das nächste mit Survival nehmen. Erhöht den Joblevel des Schmieds und Jägers auf 3. Ja, sehr schön. Und dann nehmen wir hier noch irgendwas. Okay. Ansonsten haben wir jetzt hier... Ah, da fehlt noch minimal was. Level 10. Also kann man noch weiter steigen. Steigen über 10 hinaus. Okay. Schön, schön. Dieses Gerät hier ist fertig. Das kann der jetzt mal haben. Polizeiknüppel. Sehr schön. Die war ja jetzt hier mit im Einsatz. Konnte aber... Genau, weil wir keine Schlagwaffe hatten, war da nicht so viel los. Okay. Dann machen wir schon mal einen Plan, was wir jetzt hier am Tag machen. Wir haben wieder null Wasser. Das heißt, da ist jetzt auch wieder nicht so viel. Wir sollten natürlich möglichst den Tiger holen. Wir könnten aber auch...
erstmal hier vorbeigehen. Das ist halt direkt nebenan. Und dann kaufen wir hier Wasser, wenn das geht. Naja. Da ist jetzt oben nichts in der Stadt. Das ist natürlich auch wieder ein langer Weg hier. Aber ich glaube, ich habe da keine große Wahl. Also da müssten wir, glaube ich, jetzt erst in die Stadt. Dann reden wir hier mit allen. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal eine Mission. Und dann werden wir gucken. Wahrscheinlich kriegen wir noch nicht mal alles gleichzeitig hin. Dass wir dann da hinlaufen. Und dann beim nächsten, oder in der Nacht dann vielleicht dahin. Aber das wird ein bisschen eng, sage ich mal. So, dann, was können die machen? Survival. Die können wir auch wieder mitnehmen, ist eigentlich egal. Aber die steigt sowieso jetzt, wenn sie irgendwas tut. Aber naja. Ja, die könnte Munition bauen beispielsweise. Dann machen wir das. Charlotte baut Munition. Genau, Pistolenmunition. Mhm. Ach so, und dann haben wir kein Wasser mehr. Ja, super. Wen nehmen wir mit? Die Sachen ziehen wir aus. Nehmen wir die mit. Das spielt quasi keine Rolle. Ja. Mhm. Dann kommt die mit. Und die beiden, die müssen wir dann hier noch irgendwie einteilen. Die könnte jagen, sobald wir den Wasser haben. Und die könnte nach Wasser graben, quasi. Dann hätten wir da wieder ein bisschen was. Und ja, damit hätten wir den Tag hier jetzt auch beendet. Da haben wir ja jetzt quasi einen Tag und eine Nacht und das alles noch in der Zeit hinbekommen. Würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal, wie gesagt, hier rüber paddeln in die Stadt, gucken, dass wir hier Wasser bekommen und dann versuchen, da hinzukommen, weil dann könnten wir beim nächsten Tag oder in der Nacht halt hier rüber und müssten halt nicht mehr in die Stadt rein. Weil jetzt da in die Stadt und dann nach links zu laufen, das macht, glaube ich, dann keinen Sinn, wenn wir das in der Nacht dann auch nicht schaffen, da hinzukommen. Weil die Stadt liegt ja hier mehr oder weniger auf dem Weg. Das sollte, denke ich, so ganz gut passen. Das ist also der Plan für den nächsten Tag und auch eventuell für die Nacht, werden wir dann sehen. Ansonsten geht es ja immer noch ganz gut vorwärts. Wegen dem Tiger, ja, da müssen wir dann in ein paar Teilen gucken. Da fehlt im Moment einfach die Zeit nicht da. Ich glaube, im Hauptquartier der US Army haben sie noch kein neues Wasser. Das war ja, glaube ich, noch immer auf 5 Tage. Also das kann man vergessen. Oder man müsste zwischendurch woanders hin. Das wäre aber mit dem Hin- und Herfahren zu teuer. Also, ja, wir werden also da erstmal nach Nordosten und dann schauen wir mal weiter. Ja, neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, um keine weiteren Teile zu verpassen. Likes sehe ich natürlich auch immer gerne und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.